Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Standpunkt. Mein Thema heute, und ich drücke es mal ganz simpel aus: Sind Vitaminpillen nun gut oder schlecht? Diese ewige Frage sei jetzt für alle Zeiten beantwortet. Vitaminpillen, Supplemente oder sogenannte Nahrungsergänzungsmittel, egal wie man das Zeug auch nennen will, sie sind absolut sinnlos und nicht mal die Pappschachtel wert, in der sie verkauft werden. Und jetzt kommt noch der Hammer: Diese Pillen sind sogar gesundheitsschädlich bis tödlich. Ich habe zu diesem Thema sehr viele Artikel gelesen, aber in dieser Folge von Standpunkt stütze ich mich hauptsächlich auf einen Bericht vom Schweizer Fernsehmagazin Puls, der es einfach auf den Punkt bringt. Supplemente, also diese sogenannten Nahrungsergänzungsmittel, enthalten zwar die auf der Packung angegebenen Inhaltsstoffe, nur werden diese vom Körper als solche nicht erkannt und können somit nicht verstoffwechselt werden. Und es kommt sogar noch schlimmer. Eine große wissenschaftliche Studie mit über 35.000 Männern hat ergeben, dass zum Beispiel bei der Gabe von hohen Dosen Vitamin E entgegen der Erwartungen der Wissenschaftler das Krebsrisiko nicht gesenkt werden konnte, dafür aber im Vergleich zur Placebo-Gruppe das Prostatakrebsrisiko um 17% anstieg. Ebenfalls ein schlechtes Zeugnis erhielten die sogenannten antioxidativen Vitamine A, C und E. Die Ergebnisse von 68 Vitaminstudien mit über 230.000 Teilnehmern zeigten eindeutig, dass die Einnahme von den kleinen bunten Pillen das Sterberisiko erhöht. Zitat Schweizer Fernsehen. Ähnliche Resultate lieferte Ende 2011 auch eine Langzeitstudie aus den USA. Die Forscher untersuchten, wie sich sogenannte Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine und Mineralien auf das Sterberisiko auswirkten und entdeckten, dass Multivitamintabletten und Eisenpräparate das Sterberisiko erhöhten. Insbesondere Kupfer, das wie die antioxidativen Vitamine Radikale bekämpfen soll, erhöht das Sterberisiko um 18%. Bei Multivitaminpräparaten lag es um 2,4% höher. Zitat Ende. Also, Sie sehen, die Liste der Schande ist ewig lang. Ich kann Ihnen daher nur nahelegen, schauen Sie sich bitte und unbedingt das verlinkte Video an. Verbranntes Geld also, wer sich so etwas kauft, und zudem spielt man mit seiner Gesundheit und seinem Leben. Ergänzend möchte ich noch folgenden Hinweis geben, der in dem Fernsehbeitrag leider nicht zur Geltung kam. Oft enthalten diese kleinen, schönen, bunten Pillen Azofarbstoffe. Diese stehen im dringenden Verdacht, krebserregend zu sein. Zudem wirken Azofarbstoffe bewusstseinsverändernd. Sie lösen Unruhezustände und Nervosität aus, besonders bei Kindern, denn diese Farbstoffe sind auch in den vielen bunten Süßigkeiten versteckt. Mein Standpunkt. Um heutzutage noch den Überblick bewahren zu können, was hier auf diesem Planeten bzw. auf dieser Scheibe los ist, darf man nicht ideologisch sein, heißt Glaubensgrundsätzen folgend. Man muss eher pragmatisch herangehen. Also wer die Wahrheit wissen möchte, muss auch die unmöglichste Möglichkeit in Betracht ziehen können. Und in diesem Fall: Kaufen Sie sich lieber Bio-Obst und Gemüse, auch wenn das Obst und Gemüse im Vergleich zu vor 30 Jahren ungefähr nur noch ein Fünftel der Vitamine und Vitalstoffe enthält. Gut, bei Bio ist es vielleicht noch ein bisschen mehr. Geben Sie auch mal in die Suchmaschine Ihres Vertrauens das Wort Codex Alimentarius ein, wenn Sie meinen, Sie wären mutig genug, die Wahrheit zu verkraften. Mit einem kleinen Spruch aus der Volksweisheit, den ich zeitlich angepasst habe, möchte ich diesen Beitrag für heute beenden. 5 apples a day, keep the doctor far away. Und wenn Sie das Video informativ fanden, dann geben Sie mir bitte einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und schreiben Sie mir bitte in die Kommentare, was Sie von diesen Pillen halten. Und wenn Sie mögen, lassen Sie mir eine kleine Spende da für mehr Standpunkte. Hasta luego, Toni Engel.